Willkommen zurück in Elex. Ich habe gerade haufenweise Sachen verkauft, abgegradet, verbessert, Was hast du so da viel vor? euch zu beklauen, das habe ich vor. Und das Schloss hier knacken, weil ich so gut bin mit diesen Sachen. Oh. Ha. Zu einfach. Ja, anscheinend. Alles gehört mir. Einfach Holzpfeil, die brauche ich doch gar nicht. Doch, ich hätte noch mehr zum Verkaufen. Wir machen Katkas Mission, Katjas Mission weiter. Wir werden sie gleich merken, Immer wie sie dieser heißt. Technikkram. Oh, die schreckt mich, die Erde. Alle Waffen sind fast abgegradet worden. Der Doppelläufer ist zweimal abgegradet worden. Der Pfählern hat einen Sockelplatz bekommen. Erstmal haben wir schon abgegradet. Flammenwerfer, Granatwerfer abgegradet. Ein bisschen aufgelevelt, ein bisschen Punkte reingehaut. Eigentlich habe ich noch Punkte, die ich mir reinhauen kann, merke ich gerade. Oh, viel hinter dem Rücken passiert. Riesenheit gehen wir nochmal reinhauen. Da brauche ich 70 für den nächsten Upgrade. Mit Kurma können wir reden. Hey! Bring mir Mal was etwas bei. beibringen. Ja. Oh, Fernkampfwaffen weiter. Ich brauche beides, also schwere Waffen gleich auch dazu. Danke. Und jetzt? Sagt dir der Name Katta etwas? Katra! Natürlich. An diese kleine Diebin erinnere ich mich nur zu gut. Jeder hier weiß, dass ich über die ein oder andere Verfehlung hinwegsehe. Aber unsere eigenen Leute bestehlen, das geht zu weit. Bevor ich nicht von ihrer Unschuld überzeugt bin, was ich für ausgeschlossen halte, bleibt sie, wo sie ist. Kata. Ich erzählt, dass ich mal einen Turnlehrer namens Kata hatte. Wurde, glaube ich, anders geschrieben. Weißt du schon? Keine Ahnung. Hopp, Dietrich, Leute bestehlen. Nein, das geht gar nicht. Dazu würde ich auch nicht stehen. Weg mit dir. Eigene Leute bestehlen. Was denkt sie dich? Sieht sich bloß. Das für Handtücher oder Fetzen? Fetttücher? Ey, yo, Bro. Anscheinend musst du mir helfen. Ich hupfe. Kata braucht deine Hilfe. Kata? Ich kenne keine Kata. Aber sie kennt dich. Spar dir also das Versteckspiel. Schon gut, schon gut. Ich bin nur vorsichtig. Es kann gefährlich sein, sich mit den falschen Leuten einzulassen. Ich dachte, ihr seid befreundet. Das waren wir auch. Aber das Urteil eines Warlords ändert alles. Man ist gut beraten, seine alten Verbindungen zu kappen, wenn man keinen Ärger will. Ziemlich feige. Feige aber am Leben. Noch Fragen? Also, hilfst du ihr jetzt oder nicht? Akzeptierst du ein Nein? Nein. Warum frage ich überhaupt? Na schön, ich mach's. Ist ja nicht so, dass ich keinen Plan hätte. Wie sieht dein Plan aus, um Kata zu helfen? Also, pass auf. Man sagt ihr nach, sie hätte gestohlen, richtig? Richtig. Und was denkst du passiert, wenn auf einmal die Diebesserie fortgeführt wird? Dann wäre das der Beweis, dass die Anschuldigungen falsch waren. Gut kombiniert. Und genau da kommst du ins Spiel. Oh. Was muss ich tun? Du musst den Beweis erbringen. Das bedeutet? Du wirst dich auf Beutezug begeben und etwas zurücklassen, das unseren Sündenbock überführen wird. Und wer soll das sein? Das liegt doch auf der Hand. Der Kerl, der Cutter damals angeschwärzt hat. Drog. Er ist einer der Berserker, die beim Tor Wache halten. Und weiter? Gut, du kannst mir also noch folgen. Such die Hütten von Sindar und Born auf. Dort siehst du dich dann nach ihren Truhen um. Die sind sicher gut verschlossen, aber auch dafür gibt es eine Lösung. Wenn du sie geöffnet hast, entwendest du die Wertgegenstände und legst eine Kralle rein. Das Diebesgut legst du dann zusammen mit einer weiteren Kralle in Drogs Truhe ab. Warum eine Kralle? Darum eben. Es ist das Zeichen einer berüchtigten. Ja, sag mal, jetzt lenkst du mich schon von meinem Plan ab. Also nimm diese Krallen. Eine für Sindars Truhe, eine für Borns Truhe und eine für Drogs Truhe. Dein Plan ist zu kompliziert. Kompliziert? Der ist kinderleicht. Du plünderst zwei Truhen und hinterlässt jeweils eine Kralle. Dann packst du den gesammelten Krempel samt einer Kralle in Drogs Truhe. Fertig. So, und jetzt sag du mir noch einmal, das sei kompliziert. Wie öffne ich die Truhen von Sinder und Born? Vereis die Schlösser.
und dann bringst du sie mit etwas heißem Wasser zum Bersten. Geht das auch einfacher? Ich sehe schon, du reitest mich immer tiefer rein. Hm. Hier, nimm diesen Schlüsselbund. Die passenden Schlüssel müssten dabei sein. Woher hast du die Schlüssel? Die Frage ist nicht woher, sondern warum. Und die Antwort ist, weil es praktisch ist. Und bevor du mich verdächtigst, mit der Sache von Kata habe ich nichts zu tun. Ob es da auch noch einen anderen Lösungsweg gibt? Oh, verdammte Technik! Ach, Fresse. Oh, reden wir mal mit den Leuten, bevor ich das mache. Überhaupt mit Brock und mit dem Typen oben. Oh, er ist eindeutig ein Krallenmitglied. Ich meine, das ist keine Überraschung. Hey, Drog. Mr. Droge. Oh, verdammt. Meister. Na, das ist nicht das, was wir brauchen. Die Nebel. Ja, okay. Okay, okay. Ich glaube, es gibt wieder keinen anderen Weg hier. Ich will trotzdem nochmal raufschauen. Ich finde das ein bisschen falsch, das den anderen Leuten unterzujubeln. Ein bisschen falsch bin ich das schon. Hey, yo, do. Do. Nein. Okay, anscheinend müssen wir Lügen stehlen und nochmal stehlen. Und Lügen. Und stehlen. Ah. Warum sind die Krallen so wichtig und fast unbesiegbar? Ehrlich gesagt, ich weiß, was wir danach machen. Ich erinnere mich, dass die Krallen nicht unbesiegbar sind. Komm, rauf hier. Ich erinnere mich schon. Was diesen kralligen Geschäften man abverlangen kann. Ja. Wenn man die Krallen halt vernichtet. Hey, yo, Bro. Alles klar. Oh. Und alles glitscht. Und ich muss eine Kralle finden. Kann ich danach suchen? Verdammt. Kralle, 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 Kralle. Ist die Kralle schon alle? Da, Kralle. Reds Kralle. Was? Warum habe ich die? Ich habe nicht genau aufgepasst. Echt gesagt, ich habe nicht genau aufgepasst. Ich glaube, ich sollte nur zwei Krallen hineinlegen und die Wertgegenstände dann in Borns Kiste. Born? Drog. Die Droge. Don't mind me. Kriegst du? Geht doch. Und Krallen. Eieieiei. Eieieiei. Kralle. Verdammt, ist das weiter unten. Für solche Quests habe ich keine Geduld. In Elex 2 wollte ich auch nicht die Städel-Quests machen. Stehlen. Wo ist denn da die Ehre? Weil ich in dieser Episode schon haufenweise Sachen gestohlen habe. Ah, na, muss ich die Wertsachen reinlegen. Gibt es dafür keine schnelle Taste? Oh, das wird ewig dauern. Hm. Oh boy. Zept, wer sind das Wertsachen? Warenkiste. Das ist nicht das Richtige. Bones Wertsachen, okay. Ich da jetzt eine Kralle auch noch. Tech-Zeug woanders herum. Okay, okay. Schauen wir mal, ob das etwas gelöst hat. Alles hoffentlich. Ach komm, Controller. Jetzt brauchst du keine Schwäche zeigen.
bald mal einen neuen Controller stellen. Ich meine, kaufen, kaufen. Was? Zum Teufel, was? Oh, was verdammte was? Technik! Was? Muss ich Druck beschuldigen jetzt? Oh boy, ich hasse Stählmissionen. Letzter Brot nehmen. Was ist das da? Jo. Die Nebel. Okay. Hey, Bro. Was machst du da? Ich weiß es nicht. Ich könnte eine Handgranate reinlegen. Ups. Legen wir noch eine Kralle hinein. Vielleicht ergibt das Sinn dann. Kralle. Ja, das ergibt anscheinend Sinn. Ich muss auch wieder los. Ja, ich auch. Rex-Missionen. Oh, und davon gibt es in diesem Spiel viele. Ich weiß gar nicht, ob ich die Mission so gut mit Alex 2 vergleichen kann. Hab ich doch auch gerade gesagt. Ich habe das Zeug in Drocks Truhe verstaut. Hast du auch die Krallen deponiert, wie ich es dir aufgetragen habe? Ja. Ausgezeichnet. Wie geht es weiter? Zunächst einmal hätte ich gerne meinen Schlüsselbund wieder. Von mir aus. Nein, halt ihn. Und jetzt kommt mein Part. Ich werde Cormac stecken, dass Drock ein Dieb ist und Kata zu Unrecht verbannt wurde. Am besten rede ich mit ihm allein. Wir wollen ja nicht, dass unser abgekartetes Spiel auffliegt. Warte hier, ich bin gleich zurück. Gute Neuigkeiten. Hat es geklappt? Ja, er war richtig aufgebracht, weil er sich einen Fehler eingestehen musste. Kata wird schon bald wieder hier sein. Cormac hat gleich einen Boten losgeschickt. Und was ist mit Drock? Den sehen wir nicht wieder. Cormac hat ihn ohne Umschweife in den Wald jagen lassen. Der Plan ist perfekt aufgegangen. Wer nimmt nun Drocks Posten am Tor ein? Na rate mal, wer ist denn bald wieder zurück? Kata wird sich schon bald am Tor einfinden und eine bessere Wache abgeben, als er es jemals war. Und das alles hat sie mir, also uns, zu verdanken. Such sie bald mal auf, wenn du Zeit hast. Sie wird sich sicher erkenntlich zeigen. Ja, ich geh mal eine Runde schlafen. Controller! Nicht du schlafen. Schlafen. Technik. Ah, Fresse, Ulrich. Du stehst hier drauf. Oh. Verdammte Diebe hier. Ist einfach schlimm. Ich meine, ich bin kein Dieb, weil ich gratis nehmen hab dürfen. Okay. Wo ist ein Bett, damit ich mir diese Schanddaten abschlafen kann? Dorn. Mal Katja besuchen. Oder Katja. Franztasche. Bug? Nein. Das ist nicht wert. Danach weiß ich schon, was ich mache. Hey, hey, Katja. Und die Krallen. Das passt nicht zusammen. Hey! Cormacs Eskorte hat mich erreicht. Ich stehe tief in deiner Schuld. Es war Alrex' Plan. Ja, aber er hat ihn sicher nicht ausgeführt. Dafür ist er viel zu vorsichtig. Damit bist du es, dem ich zu verdanken habe, dass ich nicht mehr im Dreck schlafen muss und genug zu essen habe. Und das Beste an der Sache ist, dass das miese Schwein Drock aus dem Weg geräumt wurde. Hier, mehr habe ich leider nicht. Im Exil verdient es sich schlecht. Außerdem gebe ich dir ein Kleinod mit, das dir noch von Nutzen sein wird. Wenn es soweit ist, wirst du wissen, was ich meine. Danke. Was wirst du jetzt tun? Ich verrichte meinen Dienst am Tor und werde mich gut mit den Warlords stellen. Außerdem habe ich hier und da noch unerledigte Geschäfte, denen ich nachgehen muss. Geschäfte? Mhm. Klingt eher so, als hast du vor, dir neuen Ärger einzuhandeln. Dir kann man wirklich nichts vormachen. Als man mich seinerzeit abgeurteilt hat, sind mir viele in den Rücken gefallen. Und ich bin mir sicher, sie werden einige Splitter ausgeben, um sich Ruhe vor mir zu erkaufen. Hier, für deinen Scharfsinn. Sagtest du nicht, du hast kaum noch etwas? Hey! Eine Frau weiß zu haushalten. Halt die Ohren steif. Oh. Ja, ja, klar. Natürlich. Oh. Kann ich da rein teleportieren eigentlich auch? Nein. Okay. An diese Stelle teleportieren.
Wenn ihr das Spiel gezockt habt, wisst ihr schon, was gleich passieren wird. Wenn ich den Weg finde. Hey, warte mal. Da unten kann man noch rumgehen. Verdammt, das muss ich jetzt rausfinden. Mich schon wieder ablenken lassen. Sorry. Action! Oder auch nicht. Das Biest kaufe ich mir. Gut gemacht, Ray. Hast du dir echt gut gekauft, das Viech? Blumen. Verdammt. Wirklich? Aus dem Monster herum zu tanzen. Oh, der tanzt einfach auf Monstern herum. Wieder Tracksuit. Noch immer keine bessere Elexatoren-Rüstung gefunden. Ich muss wieder mal zu den Separatisten mit denen reden. Oh. Waren wieder mal mit Kaya? Ich kann nicht erinnern. Wo ist unter hier? Ich habe hier keinen Bohrer. So viel bringt mir das Zeug dann eh nicht. Ja, schaut nicht so aus, könnte ich da was machen. Ja, ich hab genau gewusst. Deine Spinne. Kannst mir gar nichts. Da war ich echt noch nie. Könnte interessant werden, wo mich das hinführt. Hopp. Okay, gestorben. Ein bisschen Vollschaden. In diesem Fall kann mir der Fall nicht schaden. Vielleicht haben wir Glück und finden eine Elexatorenrüstung. Das Teile. Das existiert. Verdammt, ich habe noch immer keine Rattenfreistoßmontage. Ein zweites Stück gemacht. Ja, fehlt noch ein guter Clip von irgendeiner Ratte, die fliegt. Sagt bloß, hier gibt's gar nichts. Ah, oh, die Aktivität gibt. Ich bin wegen einem Kartenstück hier unten. Verdammt, Spiel. Verteilen ihre Loot irgendwo. Nein. Nein. Damit. Ich weiß gar nicht, welcher Part das ist. Muss ich auch noch extra nachschauen. Ich gerade eine Radioaktivität. Oh, da sieht man, wie die Grafik schwindet. Die Ferntiefe oder so weg ist. Okay. Dann wieder zurück rauf. Ich glaube, in dieser Stadt gibt es sonst keine Mission mehr. So, was Interessantes ist. Bin mir gar nicht mehr sicher, wo genau ich zu diesen Krallen komme. Wenn du da hinten habt, wir können Nyra besuchen oder Myra. Oder Nyre. Und wie ging es dann weiter? Das erzähl ich. Ich kann mich erinnern. Meine Lieblingsbegleiterin. Wo ist sie? Outlaw? Irgendwo schweißt sie rum. Outlaw. Da. Genau das ist sie. Entscheidungen logisch sein. Kommt sie sogar eine andere Stimme. Hier gefällt sie mir viel besser. Die Stimme auch. Ich weiß nicht, warum sie das auch verändert haben. Nein. Irgendwo ist ein Turm, wo man reinhupfen kann. Und von dort aus kommt man
Und zu den Krallen. Irgendwo muss ich reinhupfen. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Was war das, verdammt? Hier hast du nichts verloren. Ja. Wenn ich das nicht finde, mache ich das Off-Episode. Und schalte dann wieder zurück ein, wenn wir dort sind. Oh, da klippt. Oh, da klitscht gerade alles herum. Okay. Ja. Ich mache das Off-Episode, glaube ich. Ist keinen Sinn gerade. Jo. Peace out in der Zwischenzeit.